Willkommen zu meinem zweiten Installations-Tutorial auf meinem Kanal IngenieursLP. Ja, heute das Thema Minecraft Server kostenlos installieren und mehr RAM zuweisen, damit es flüssiger läuft. Ihr braucht das Programm Hamachi und die Datei Minecraft, wie auf dem Desktop zu sehen. Zur Installation kommen wir jetzt. Zuerst einmal müsst ihr euch die Datei Minecraft Server 1.8.7.jar herunterladen. Das geht für jede Version dieser Server, also keine Angst. Dann klickt ihr einmal hier drauf und ich klicke auf Verwerfen, weil ich diese Datei schon habe. Aber ihr klickt auf Behalten bitte. Dann müsst ihr euch das Programm Hamachi runterladen. Das ist auch vollkommen kostenlos. Dieses Programm macht es, dass ihr in einem Netzwerk zusammen seid und quasi zusammen verbunden seid und damit zusammen auf einem Server spielen könnt. Hier steht zwar, es ist 25 Euro, aber das ist nur, wenn ihr euch Premium kauft und ihr braucht kein Premium für Zusammenspielen. Geht nur für die Betriebssysteme Windows XP, Vista 7, 8 und 10. Downloadet ihr euch das auch einmal, aber ich hab's schon, deswegen mache ich es einmal nicht. So, dann erstellt ihr euch ein Textdokument wie hier. Dazu macht ihr einfach Rechtsklick, Neu, Textdokument und macht das einfach mal zu Server Start. So, dann erstellt ihr euch einen Ordner. Könnt ihr auch nennen, ich nenne einfach mal Minecraft Server. Dann nenne ich ihn einfach U2. So. Dann müsst ihr einmal diese Minecraft-Datei einmal in die U2-Datei einmal verschieben. Und jetzt mit diesem Textdokument was machen. Denn ihr müsst ja einmal das hier reinkopieren. Dieses Ding hier. Das wird fertig sein für ein paar kleine Dinge. Das wird in der Beschreibung einmal verlinkt sein. Ihr müsst das hier einfach da schreiben und diese Nullen hier, die müsst ihr ersetzen durch ein paar Zahlen. Und diese Zahlen wisst ihr durch etwas, durch das System. Denn diese Zahlen da sagen, wie viel RAM ihr dem Server zuweist. Wenn ihr 4 GB habt, würdet ihr 2 zuweisen maximal. Wenn ihr 8, dann 4, wenn ihr 12, dann 6 und wenn ihr 16, dann 8. So, um das nachzugucken, öffnen wir einmal dieses Ding hier, dieses System hier. Das erlangt ihr einmal, indem ihr suchen geht und System eingibt. Und dann habt ihr das einmal auch schon. Und ich habe es jetzt schon geöffnet. So, hier steht jetzt installierter Arbeitsspeicher. Da müsst ihr gucken, wie viel ihr habt. Und dann, ich werde einfach alle Versionen einfach in die Beschreibung packen. Dann wisst ihr, wie viel RAM ihr habt und dann wisst, welche Zahl ihr eingibt. Ich habe jetzt 12 GB, dann sage ich hier 6 und 6. Sagen Datei und Speichern. So, dann ist das schon mal fertig. Ihr müsst jetzt nochmal auf Datei und Speichern untermachen. Dann gebt ihr hier unter euren Namen .bat. Das ist eine neue Datei, die müsst ihr euch erstellen. Klickt auf Speichern unter den Desktop mal am besten. So, dann ist er erstellt und die kommt auch in den Dateiordner rein. Dann kann das hier nämlich weg, das braucht ihr nicht mehr. Dann öffnet ihr das Programm Hamachi. Um dann mit ein paar anderen Leuten spielen zu können, müsst ihr euch ein Netzwerk erstellen. Für die Leute, die ein Netzwerk erstellen, müssen nicht mehr selbst joinen. Um es also zu erstellen, geht ihr auf Netzwerk, das Netzwerk erstellen, nennen es irgendwie, ich nenne es mal ILP2, das Passwort mache ich einfach mal 12345 und 12345 und sagen auf Erstellen. So, dann ist dieses Netzwerk schon drin, also schon online. Ihr könnt maximal mit 5 spielen, ihr müsstet halt 25 Euro bezahlen, damit ihr mit mehreren spielen könnt, damit ihr Premium habt, damit es da mehr rein können. Aber das ist erstmal nicht wichtig. Für die Leute, die nicht das Netzwerk erstellt haben und reinjoinen wollen, müssen auf bestehendes Netzwerk beitreten klicken. Hier gebt ihr jetzt den Namen ein, ILP2 und das Passwort 12345. Dann klickt ihr auf Beitreten. Aber ich bin halt schon im Netzwerk drin, deswegen muss ich jetzt nicht machen. So, dann seid ihr in einem Netzwerk. Und könnt das erstmal weg. Dann öffnet ihr jetzt einmal den Ordner hier. U2 habe ich einfach mal genannt. So. Jetzt klickt ihr einmal auf Minecraft, also die JAR-Datei. Dann installiert ihr einmal ein paar Ordner. Nämlich auch die Datei Euler, die ist am wichtigsten. Da klickt ihr einmal drauf und das müsst ihr euch gar nicht durchlesen, das ist total egal, das ist Programmierscheiß.
Dann seht ihr hier, Euler ist gleich false. Das ist wichtig. Da müsst ihr von false auf true stellen. Das ist nämlich so eine Art, ja, so, ich bestätige diese Lizenz und so. Und die müsst ihr auf true stellen, also von nein auf ja quasi. So, dann klickt ihr nochmal auf Server. Und jetzt installiert ihr die restlichen Dateien. Das sieht ihr jetzt einmal in diesem Fenster da. Der macht zum Beispiel eine neue Welt und so weiter und so fort. So, jetzt ist sie fertig. Dann macht ihr auf, gibt hier unten ein slash stop. Damit könnt ihr auch übrigens den Server stoppen. Zack. So. Ich habe ja gesagt, ihr wollt euch mehr RAM zuweisen. Das geht dadurch, ihr öffnet diese Datei nie mehr, sondern diese Datei Server Start. Wenn ihr diese anklickt, öffnet sich immer das CMD-Programmiersystem 32 und es ist genau wie das hier, nur ist halt auch ein bisschen übersichtlicher. Der ist jetzt auch schon hier fertig und damit sind automatisch 6 GB zugewiesen. Das heißt, der hat jetzt hier 98% noch frei und nutzt 180 MB und läuft dadurch flüssiger. Sagen wir wieder Stopp. So, dann geht ihr einmal hier in die Server Properties. Hier könnt ihr einiges einstellen. Zum Beispiel, dass der Nether true oder also dass er an oder aus sein soll. Wie eure Welt heißen soll. Die Server-IP, das lasst ihr bitte frei. Dann, ob die PvP an ist oder nicht. Hardcore, Spawn Animals. Und dann noch so ein Text unterm Server. Ich nenne das einfach mal Hallo. Hallo, 1, 2, 3. So. Ihr müsst doch die hier bei dem Server-Dings was eingeben. Nämlich, öffnet ihr immer Hamachi. Sagt hier, bei jemandem zum Beispiel, wenn ich jetzt, also, dann klickt ihr auf IPv4-Adresse kopieren. Das war total egal, was ich gerade gesagt habe. Und dann sagt ihr slash, also Rechtsklick und einfügen. So, und das ist hier drin. Und den restlichen Dings hier könnt ihr alles selber einstellen. Ihr könnt auch einstellen, wie viele Leute hier drauf müssen, können. Gebt einfach mal jetzt mal einen ein, weil ich bin ja ein Einzelner. Ihr könnt auch 1 Milliarde eingeben, das würde auch gehen. Und dann klickt ihr auf Speichern und dann ist das alles Ganze gespeichert. So, hier wird noch gespeichert, das ist die Welt von euch, die Player-Data von jemandem, Whitelist, falls ihr euch eine Whitelist einstellen müsst, müsst ihr auch in den Server-Properties machen, wer OP ist, wer gebannt ist. So, das erstmal dazu. Noch mal einen kleinen Cut, denn jetzt öffne ich Minecraft und join auf den Server. So, da bin ich wieder. Ja, ganz einfach, wie ich bin jetzt in Minecraft 1.8.7 drinnen. Und ich muss jetzt immer den Server starten. Dazu gehen wir wieder auf Server Start, wie immer ihr den Server dort starten müsst. So, dann öffnet ihr das Ganze hier. Hier könnt ihr übrigens sehen, wie viel Speicher ihr gerade benutzt und wie viel noch frei ist. So, dann könnt ihr hier irgendwas eingeben. So, dann steuere ich einmal auf den Server. Ihr müsst, also ich habe die IP schon mal hier eingefügt. Ihr müsst dann einmal auf Server hinzufügen gehen. Dann auf IPv4-Adresse kopieren und sagen V, also Steuerung V. Dann ist es hinzugefügt. Dann könnt ihr mal hier drauf joinen und direkt seid ihr auf dem Server. Es hat alles geklappt und ihr könnt mit anderen Leuten Minecraft spielen. Ja. Das war's eigentlich mit dem Tutorial. Es ist alles installiert, der Server läuft flüssig und ihr könnt mit anderen spielen. Das war's mit dem Tutorial, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet bei den 2 Däumchen unter dem Video. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dort eine Bewertung da lasst und schreibt in die Kommentare, falls Probleme aufgetreten sind. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tutorial. Tschüss.